Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Zersen Simulator. So, wir sind ja stehen mit dem Flur und Gehirntransplantation. Machen wir einfach mal. So. Du hast ein bisschen länger nicht gespielt, ich glaube 2-3 Wochen. Dass er wieder reinkommt, so. Ah, Eierkopf hier. Schöner Eierkopf. So, was haben wir denn hier? Können wir was gebrauchen? Vielleicht den hier. Ja, Uhr brauchen wir nicht. So, erstmal hier selber sich schneiden. Immer höchst effektiv. Und trinkt das überhaupt was? Ja, es trinkt halt nicht was. Obwohl jetzt... Uah, Hilfe! Aber finde ich effektiver. Nein, nein, nein! Verarschen. Es blutet mein Patient. Ah, komm, was haben wir denn hier? Meine Lieblingswaffe. Warte mal, Patient blutet ja eh. Dann testen wir mal, ob das immer noch klappt. Den Instant-Tod. Ach, war daneben. Instant-Tod. Ja. Wenn man den Axt voll in den Schädel reinholt, haut, ist man Instant-Tod. Ausnahmsweise realistisch, das Spiel. So. Oh, jetzt fällt der Bohrer direkt raus. Mal gucken. Ja. So, ein bisschen hier und hier. Aber ins Ohr reinpopeln. Ja. Warte, Radio. Nervt. Bohrer, nee. Kleiner Hammer. Bringt der überhaupt was? So, nein! Dass ich meine Hand rein verpackt. Was flogt denn da? Kann ich mit der Tasse was machen? Oh! Hammer, nein! Maus ist dreckig. Komm. Muss doch irgendwas Nützliches. Ja, nicht mit der Axt. Will ihn nicht wieder töten. Nee, nee, nee. Ach, Bob. Du tust mir leid. Mit deinem Eierkopf. Warte. Können ja, obwohl lieber nicht, oder? Doch, lieber schon. Lieber nicht. Nein! Mann! Gedacht, ich tue lieber das Gehirn hier hinlegen, aber dann habe ich gedacht, lieber nicht, bevor es runterfällt und ganz weg ist. Und jetzt kriege ich gar nichts, weil. Oh, scheiße. Komm, wenn das Gehirn zum zweiten Mal kommt, dann nehme ich das direkt. Bleib bitte da drauf. Nehmen wir den Bohrer. Ja. Oh, der Bohrer tötet auch instant. Bäm. Ja. Okay, jetzt versuche ich mal vernünftig. Bob, du bist genug gestorben. Kreissäge. Oder den Hammer, der hatte ich immer als effektiv erwiesen. Ups. So wie so ein hart gekochtes Ei, so ein bisschen abperlen, ne? So abmachen. So. Und der hat nicht mehr viel Druck. Ich glaube, da hinten muss noch etwas. Ab und dann ist es eigentlich soweit. Das Gehirn raus. Jo. Hammer Spritze oder Skalpell? Skalpell.
Nein, 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 nein! Nein! Das habe ich mal gebraucht. Das ist kein Pill. Die Spritze. Das war die Spritze. Gut. Das Skalpell kriegen wir eher. Nein. Immer stehe ich unter Drogen. Immer stehe ich unter Drogen. Warte, hier kommt noch ein Wagen. Nein, Skalpell fallen nicht. So, jetzt müssen wir einen sauberen Schnitt machen. So, perfekt. Bitte Ersatzgehirn? Nein. Ersatzgehirn? Nein, warum kein Ersatzgehirn hier? Warte, ich muss, glaube ich, mein Mikrofon so verschieben. Ersatzgehirn? Nein. Ersatzgehirn? Wo ist das Ersatzgehirn? Schwester, bringen Sie mir einmal jetzt Ersatzgehirn? Ah, da. Danke. So. Ja, geschafft. Yippie. So. Augentransplantation. Das im Korridor, ey. Das wird lustig. Das wird lustig. Kann ich erstmal die Scheiße hier wegtun? Warte. Ja. Zumindest ist das kaputt, halbwegs kaputt gegangen. Komm, geh ab. Halt, lass mich los. Scheiße, will nicht ab. Okay, brauchen wir Werkzeug dafür, also. Ein Skalpell? Nein, kein Stift. Ein Skalpell! Tasse? Hilfe! Hilfe! Nein, friss mich nicht! Ah, Bob, schämst du dich nicht? Ich will dir helfen und du willst mich fressen! Skalpell. So, jetzt. Ich glaube, wir müssen das unnötigerweise hier irgendwie schneiden. Oh, es sieht brutal aus. Bob, das ist normal, das ist Routine für mich. Keine Sorge. Natürlich, bei Augen-OP ist immer so Halbnarkose, ne? Also keine Vollnarkose. Nur örtliche Betäubung. Ne, Bob? Vielleicht klappt das damit besser, dieses komische Maske abzukriegen. All diese Schutzbrille. Warum tut man überhaupt für eine Augen-OP Schutzbrille aufziehen? Ist der dumm oder was? Ah. Komm, wenn es nicht klappt, dann machen wir auf die harte Tour. Moment. Ja. Das ist fein. Was ist die falsche Spritze? Ich wollte die Blutung stoppen. Aber erstmal nehme ich das Skalpell raus hier. Warte. Komm, Skalpell. Ey! Bob, wehr dich nicht! Wehr dich nicht! So. Jetzt hängt sein Auge halb raus. Kann ich das jetzt so schon rausnehmen? Jo. Ich glaube, jetzt muss ich das irgendwie auspopeln. Nein, Skalpell wollte ich nehmen. So, warten auf den Wagen. Warte. Ich geh weg, die Raudi. Skalpell, genau. Komm. Doktor, nimm das Skalpell. Du Grobmotoriker.
Mann! Das ist die falsche Spritze. Da ist das Skalpell. So. Was da? Warte, Skalpell lege ich mal hier ab. Ah doch, da ist die Spritze drin. Back nicht raus. Ah, perfekt. Perfekt. So. Thomas hier ablagern. Nicht nee, verhindern, ist das Skalpell? Na scheiße. Na komischer Doktor, ja immer, aber jeder OP unter Drogen. Warte. Aber ein Gegenmittel? Gegenspritze, sage ich mal. Ist das die Gegenspritze? Nein, ist es nicht. Nein. Also ich mache am besten weiter, wenn ich da das Gegenmittel kriege, sonst töte ich noch den Typen hier. Ist hier Gegenmittel? Nein. Hier das Gegenmittel. Ah, hier ist eine Spritze. Warte. Kann ich schlecht sehen, obwohl. Das sieht grünlich aus, ne? Nee, das ist es nicht. Und da? Aber ich finde, das kann man etwas schlechter sehen, wenn man unter Drogen steht. Da ist eine Spritze. Das sieht richtig aus. Nein, nein! Ja! Genau. Genau. Jetzt nehme ich ein Skalpell. Ohne gegen die Spritze zu kommen. Hoffen wir mal. So. Und schneiden das Auge hier weg. Komm, geh ab. So. Und jetzt müssen wir professionell das andere Auge rein. Mach das Auge auf. Warte, dreh dich mal um. Genau. Na. Gut, wie halte ich das Messer? Bisschen blöd. Ah, perfekt. Jetzt bist du so raushebeln, ne? Kennt man ja. Komm. Mann. Also ich glaube, ich muss das jetzt so von hinten irgendwie so machen. Ob's nicht mehr Skalpell. Oder muss ich jetzt wieder da. Komm. Du willst auch das Auge weghaben, ne? So. Komm, geh raus, dich Scheiße. Ich glaube, ich muss das mit der Hand so, mit der bloßen Hand so machen. Erstmal die scheiß Spritze. Gut, gut gehabt. Ach, Bob. So, Bob. Versuch mal dein Auge hier rauszubekommen. Irgendwie. Erstmal Kopf kratzen. Bob. Ah. Nee, geht nicht. So, vielleicht? Ja, der Doktor hat viel zu gruppentorische Hände, um da das Auge rauszufummeln. Wie soll das gehen? Ah, einfach so einmal draufkloppen. So, bam, dann passt das schon. Okay. Skalpell. Ich dachte Skalpell, ohne gegen die Spritze zu kommen, bitte. Und ja, ja. Das sieht gut aus. Hey, Bob, zuck doch nicht hier so rum. Das ist ein ganz einfacher Eingriff. Dieses Kindergartenkind meckert weniger als du, ey. Der zappelt, ob das jetzt weh tut.
Bob, desto mehr du dich bewegst, ich kann kein Deutsch mehr, desto mehr tut es weh. Komm, scheiß Auge, geh ab. Machen wir das Auge nicht ab? Hallo Auge. Hallo Auge. Irgendwann blutet der mir hier weg. Warte. Ich setze meine Spritze, bevor der mir wegblutet. Ins Ohr. Nein, so in der Nähe. Tue die Spritze ein bisschen weiter weg. Vielleicht, wenn ich das Skalpell wieder neu nehme, vielleicht halte ich das optimaler. Ah, ab ist es. Gut. So, ich glaube, hier sind die neuen Augen drin. Lass mal alles auskippen. So, mal mitnehmen, bitte. So. Na? Oh, ich will nicht gegen die Spritze kommen. So, einmal ein braunes Auge. Zack. Und einmal, komm. Nein, ich wollte das schwarze Auge nehmen. Das wollte doch der Bob. Der wollte links. Also, von mir aus gesehen links braun und rechts schwarz. Egal. Gehalt 1. Ja, warte. Was ist das? Auch braun. Okay, kriegt der normale braune Augen. Komm. Hast du Pech, Bob? Hätte dich privat versichern müssen. Dann wäre es nicht passiert. Komm. Komm. So. So. Der Bob hat neue Augen. Jetzt fehlt den Bob nur neue Zähne. Aber das machen wir bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.